Papunga ist ein Pokémon mit den Typen Pflanze und Flug, existiert seit der zweiten Spielgeneration und ist die letzte Entwicklungsstufe von Hoppsprossh und Hubbelupf. Papunga ist ein kleines zweibeiniges und hauptsächlich blau gefärbtes Pokémon, das weiß, blau, grün und rot erscheint. Der blau gefärbte Körper sowie seine weißen Flugschirme sind kugelrund. Das Gesicht besteht aus den beiden kleinen Augen und einem sehr kleinen Mund und auf dem Kopf wachsen drei sehr kleine Blätter, aus denen einer der insgesamt drei Flugschirme sprießt. An den Seiten sind die beiden kurzen, dünnen Arme zu sehen, an deren Enden sich ebenfalls zwei kleinere Flugschirme befinden. In derselben Höhe wie die Arme sind vorne die beiden kleinen Füße angebracht. Schließlich verfügt das Pokémon dann noch hinten über einen kleinen rundlichen Schweif und in seiner Shiny-Form ist Papunga rosa gefärbt und die Flugschirme nehmen einen helleren Rosaton an. Papunga ist ein wenig kräftiges und zerbrechliches, aber flinkes Pokémon. Es beherrscht nur wenige offensive Attacken, bei denen es sich in die Luft befördert und dann mit Akrobatik oder Sprungfeder Gegner angeht oder aus der Ferne Feenbrise auslöst. Es ist dazu in der Lage, Gegnern mittels Megasauger oder Gigasauger Energie abzuzapfen. Aus seinen verblühten Blumen jedoch schüttelt es eine Vielzahl von Sporen mit verschiedener Wirkung. So kann es beispielsweise mittels Stachelspore oder Schlafpuder Statusveränderungen hervorrufen, die Aufmerksamkeit des Gegners durch Wutpulver auf sich lenken oder ihn mit Baumwollsaat verlangsamen. Wie viele andere Pflanzen-Pokémon liebt es Sonnenlicht und nutzt es, um Energie zu sammeln. Während Exemplare mit der Fähigkeit Chlorophyll bei sonnigem Wetter ihre Initiative verdoppeln, sind jene mit Floraschild in der Sonne vor Statusproblemen geschützt. Einige Papunga besitzen die versteckte Fähigkeit Schwebedurch, bei denen sie über gegnerische Schilder einfach hinwegschweben. Papunga bewohnt grüne, luftige Wiesen, vor allem der Johto-Region. Seine Blüten sind verblüht und prägen baumwollartige Samen aus. Papunga lässt sich leicht, wie es ist, vom Wind erfassen und über das Land tragen, um seine Samen zu verstreuen. Dabei wird es um den ganzen Globus getragen und nutzt sogar den Südwind aus, um Ozeane zu überqueren. Papunga kann dabei hohe Fluggeschwindigkeiten erreichen, wenn die Winde günstig stehen. Auch am stärksten Wind kontrolliert es, wo die Saat niedergeht. Kalte Luft jedoch bringt es zum Absinken im Fluge und die Baumwollsamen machen Pollen an der Gegend das Leben schwer. Da bestellt Papunga den letzten Teil der dreistufigen Entwicklungsreihe dar und entwickelt sich aus Hubbelupf, das sich wiederum aus Hoppsprossh weiterentwickelt. Dabei werden diese Entwicklungen im Spielen der Hauptreihe von Hoppsprossh zu Hubbelupf auf Level 18 und von Hubbelupf zu Papunga auf Level 27 ausgelöst. Im Laufe seiner Entwicklung nimmt es nur unwesentlich an Größe und Gewicht zu, jedoch durchläuft sein rundlicher Körper verschiedene Färbungen von Rot zu Grün und wiederum zu Blau. Bemerkenswert ist auch die Veränderung des Sprosses auf seinem Kopf. Während er zunächst an die Blätter eines Löwenzahns erinnert, blüht schließlich eine Blüte, welche bei Papunga schließlich in den verblüteten Zustand übergeht und an eine Pusteblume erinnert. Und mit seinen beiden Typen ist Papunga immun gegen Bodenattacken, nimmt Viertelschaden gegen Pflanzenattacken, halben Schaden gegen Wasser- und Kampfattacken, doppelten Schaden gegen Feuer-, Gift-, Flug- und Gesteinsattacken, vierfachen Schaden gegen Eisattacken und der Rest macht normalen Schaden.